Hallo und herzlich willkommen zu Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part sind wir hier auf diesem Berg angekommen. Mir ist aber aufgefallen, was heißt aufgefallen? Ich habe es durch Zufall gelesen, durch Zufall auch nicht unbedingt, aber ich habe es gelesen, dass wir an dieser Gockelstatue in der Stadt wirklich noch was machen müssen. Den können wir nämlich zur Seite schieben. Das hat nämlich beim letzten Mal irgendwie, haben wir alle gemerkt, nicht wirklich geklappt. Das heißt, wir gehen dort definitiv nochmal hin jetzt und checken mal die Lage. Ich finde die so nervig doof. Und jo, komm, leave me alone. Und gucken einfach mal, weil irgendwie ist das ja dann total Schwachsinn, wenn wir hier jetzt rumrennen. Und ja, schauen wir hier nochmal rum. Ah, da war dieses Triforce-Ding. Wo bin ich denn hier? Ach du heilige Makrele. Ich denke, hier müsste ich jetzt definitiv weiter. Ah, also nicht, ich laufe dahin. Aber hier muss es ja irgendwie einen Weg zurückgeben. Anders geht's ja nicht. Erstmal hier eine Truhe. Truhe ist immer gut. Und was sind drin? 50 Rubine. Haben oder nicht haben, ne? Sehe ich genauso. Na. Immer diese blöde Flöte. Das heißt dann theoretisch, dass wir, wenn wir da jetzt hinkommen, ist das echt ein bisschen nervig. Da fuck. Okay. Dafür gibt's dann das Spiegelschild. 100 Pro. Ich meine, das gibt's in diesem Spiel. Ich kann mich aber auch irren. Und ich will runter. Geht doch. Wir müssen nämlich, wie gesagt, ins Dorf. Ja. Was war hier? Das war das. Na, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich bin. Ach, hier sind wir. Auch nicht schlecht. Hier kennen wir uns aus, hier fühlen wir uns wohl. Hier waren wir schon mal. Bam. Hui. Sind aber heute herzlich drauf. Haha. Na, da kann ich auch besser hier lang gehen. Wenn alles klappt, gibt es nächste Woche wieder mal einen Let's Shock, damit ihr Bescheid wisst. Ja, dann wird wieder ein bisschen gegruselt. Dann mal gucken, was es so wird. Haha. So, wir sind im Dorf. Dum, 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 dum. Und dich kann ich also verschieben. Haha, Brüller. Ist ja nicht so, dass ich das schon lange versucht habe. Ich weiß, dass ich jetzt hier die Melodie von Wart spielen muss. Ach nee, ich muss auch die Flöte nehmen. Warum sieht die auch rot aus? So. Spannung. Yay! Heil so Gockel. Wow, der Gockel lebt ja wieder. Und nett scheint er auch zu sein. Nimmst du mich dann jetzt mit? Muss ich dich mitschleppen? Nee, ne? Ach du Scheiße. Ach, der folgt mir. Das ist ja dann cool. Jetzt ist nur die Frage, ja. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Ich muss auf den Berg. Aber welche Berg? Ich denke, dass ich... Moment, das war... Dass wir irgendwie rechts her müssen. Das ist viel stylischer so. Ah, das ist aber blöd. Ich kann so nicht die Karte wechseln. Egal, der Gockel folgt uns. Das ist viel wert. So können wir dann spontan mit dem Gockel dorthin, wo wir hinwollen. Laufe ich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Oder auch nicht. Wo war das denn? Nein? Na, dann doch da. Erstmal ein bisschen die Lage checken hier. Kommen Sie mit, Gockel. Ja, langsam wird's kalt draußen. Kalte Jahreszeit.
Ich mag das. Nein, ich habe das Huhn geworfen. Ich suche gerade die Stelle, wo ich letztes Mal hochgegangen bin. War das hier? Auf alle Fälle sieht das gut aus. Kann mich dieser Gockel dann rein theoretisch auch über diese Flammen bringen? Ein Götter-Ahorn, wie immer. Okay, das Ding gibt mir jetzt schon auf den Sack. Da geht's ja zum Ei. Müssen wir hierher? Ja. Hier. Oder kann man... Ne, hier oben kann man so eigentlich dann nichts machen, ne? Ne, ich muss dann da runter. Okay. Komm mit, Vogel. Gockel. Na. So. Nein, nein. Na. Nein. Woi. Das war gemein. Alles das Huhn schuld. Wie komme ich da hin? Ich weiß es gerade sowas von nicht. Ah, verlaufen. Ich hoffe, das Huhn rennt mir jetzt hinterher. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn nicht. Ah, ist oh. Haben wir das Tier, haben wir. Gut. Was war hier? Eine Fledermaus erstmal, ne? Ich hab die Nase verstopft. Nein. Wer macht denn sowas? Nein. Nein. Dammit. Ich musste ja da unbedingt her. So, du bist ja eh schnell, ne? Ich finde das Huhn cool. Boing. Dann geht's hier gleich hoch. War das hier? War das hier? Ja, muss ja schon. Ich wüsste sonst nicht wo. Ja, hier. Und dann muss ich da lang. Denke ich. Was war hier? Was war hier? Was war hier? Ach ja, das war das. Genau, da waren wir ja. Da haben wir ja alles gemacht, wenn ich mich nicht irre, ne? Oder waren wir da nur doof gucken? Der jetzt irgendwie was Cooles sagt, von wegen, yay, du hast das Huhn und bist voll cool. Hey Mann, dein Gockel fliegt ja. Sagt er sonst noch mehr? Tatsächlich, ist ja ein Ding. Dann solltest du nicht mal an ihn dranhängen. Tu ich doch. Also nicht jetzt, aber tu ich doch. Nimm mal den Greifarm. Scheiß auf die Sprungfeder. Wir gockeln drüber. Komm her. Komm her. So, yay. Stylisch. Oh, oh. Jetzt muss ich erstmal. Hehe. Ui. Sogar eine Muschel. Sauber. Boah. Ich hasse sie. Ah. Wo ist denn hier jetzt der Sinn? Kann ich jetzt. Wir buddeln mal. Weil so ein bisschen komisch ist das ja schon. Ja, oder auch nicht. Kann man mit dem Gockel hier runter? Das probieren wir jetzt aus, oder? Nein. Dann verstehe ich gerade den Sinn nicht. Nicht wirklich. Hä? Hier ist ja gar nichts. Ich kann ja auch nicht runterfallen. Ja, das geht natürlich nicht. Na, war klar. Na! Okay, dann geht's wohl doch links ab. Ah, just a moment. Just a moment. Da war ja dieses Riesenloch. War das nicht hier? Wo ich nicht weiterkam? Ich denke, dass ich dann hier den Gockel brauche. Mal gucken, wo das war. Das ist ja alles noch recht einfach.
Ja. Nein. Nee. Och, ist das doof. Grr. Tollpatsch, Link. Geht's wieder hoch. Jetzt. So, dann erinnert mich bitte dran, nicht nochmal runterzufallen. Nee. Genau, das meine ich. Haha. Dafür ist ja Gockel gut. So. Der Adlerschlüssel, er gehört nun dir. Das Problem ist halt, ich habe noch nicht wirklich ja, ein Schloss gefunden für diesen Schlüssel. Komm ich, komm ich, komm ich. Da oben war nichts, das heißt, wir können wieder raus. Weiß jetzt auch nicht, wie lange mir dieser Gockel noch hinterher rennt. Und wofür ich den noch brauche. Na, brauche ich nicht. Nicht jetzt. Deswegen laufen wir einfach nochmal hier. Hier muss ja noch irgendwas sein. Das ist ja irgendwie so ein bisschen. Da war bestimmt noch was. Ich bin nur wieder mal falsch abgebogen. Hehe. Komm. So. 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 Nein, hüpfen aber. Ja, war klar, war klar. Alles gut, alles gut, alles gut. Wenn wir schon hier sind. Ah, doch nicht. Trotzdem buddeln wir hier mal. Ah, warte, wir machen mal hier alle weg. Könnte ja sein, dass es hier eine Muschel zu bestaunen gibt. Ah, oder auch nicht. Ein Herzchen immerhin. Herzchen ist gut. Oh, Rubin. Was ist denn, wenn ich da runterfall? Da habe ich echt irgendwie ein bisschen Angst vor. Da kann ich so nicht hin. Sollen wir es mal versuchen? Ah, okay. Das war recht sinnfrei. Da müssen wir ja hier schon runter. Und da geht's ja nur noch weiter runter, ne? Oder wie war das? Ich bin jetzt echt irgendwie so ein bisschen. Ja, genau. Das heißt, ich muss da irgendwie. Kann ich da mit dem Gockel drüber fliegen? Ich probiere es einfach mal aus. Weil anders wüsste ich nicht, wie ich darüber kommen soll. Es geht nicht. Hä? Wie soll ich denn da jetzt herkommen? Wie soll ich da herkommen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe ja so auch nichts. Schießt das auch so? Ja. Mit Pfeil und Bogen? Hm, nicht wirklich. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Da geht es ja nur wieder runter. Das wollen wir ja nicht. Da kann ich jetzt auch nicht wirklich hin. Ah, verdammt. Gibt es da irgendwo keinen An- und Ausschalter? Da, wenn ich jetzt wieder runterfalle, dann bin ich ja wieder so weit unten. Ah. Musik wird göttlich zum Ei. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich.
Und wenn wir schon mal das Huhn haben, wir fragen Ulrika. So. Tutut, ja, hier Ulrika. Als ich noch ein junger Kerl war, habe ich diesen Turm im Osten der Berge gesehen. Du solltest da auch mal hin. Also im Osten. Gut, das heißt, ich brauche gar nicht nach Westen. Wir gucken im nächsten Part nach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.